Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Flop-Video für euch, denn ich teste ja super viele Neuheiten, auch immer wieder, dass ich mich durch meine Schminksammlung durchteste, indem ich dann auch immer wieder Produkte in meinem Gesicht ausprobiere, wiederverwende und ja, ab und an müssen dann einfach mal Produkte gehen. Das Ganze ist tatsächlich auch sehr, sehr persönlich bedingt, also das ist halt einfach nur meine Meinung, meine Empfindung und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal durch dieses Kistchen durchzugehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wie gesagt, ich teste viel, ich verwende viel und dann kommt es halt immer mal wieder vor, dass dann Produkte entweder nicht mehr dem Standard entsprechen, was ich halt mittlerweile so an Produkten bei mir in der Sammlung habe oder was ich halt auch an Pflege verwende oder sie funktionieren halt von Anfang an nicht. Ne? Und genau, ihr fragt mich sicherlich wieder, wo die Ohrringe und der Schmuck herkommen. iCrush Adventskalender ist in der Infobox verlinkt natürlich, denn jetzt trage ich natürlich allerhand die Sachen aus den verschiedenen Adventskalendern, ne? Ist klar, glaube ich, weil ich die auch so ziemlich geil finde. Okay, ihr Lieben, so, wir schauen jetzt mal hier so ein bisschen durch. Ich trage jetzt gerade auf meinen Augen, wo wir schon hier bei meiner Rübe sind, von Natasha Denona, achso, ihr könnt euch in den Kommentaren suchen und finden, falls ihr untereinander irgendwelche Trash-Pakete machen möchtet. Schaut gerne mal in den Kommentaren, falls da jemand schon ist. Wenn ich jemanden finde, dann kann ich den auch schon direkt mal anpinnen, dass ihr dann direkt den Kommi verwenden könnt, um darunter euch zu suchen und zu finden. Und genau, also da sollte das Ganze natürlich auch immer sehr fair ablaufen, ne? Also das ist immer so meine Devise, was ich euch mit an die Hand geben möchte. Packt nur das ins Paket, wenn ihr ein Paket starten solltet, was ihr auch selber rausnehmen würdet. Ne? Also macht da keinen Schmarrn, das wäre nicht cool. Okay, also auf meinen Augen verwende ich die Natasha Denona Pastelpalette, die ich an und für sich total super finde. Aber ich mache jedes Mal halt diesen hellgrünen, gelben Look. Also das ist halt immer das Gleiche. Und ich habe viele Paletten, mit denen ich das machen kann, wo ich aber auch noch andere Looks schminken kann. Das ist das, ne? Die gibt theoretisch noch ein bisschen mehr her, aber ich habe sie halt nicht so verwendet, weil ich bin nicht so die lila Maus. Ich bin tatsächlich auch nicht so mit diesem Bubble ganz klar gekommen. Denn du hast hier sehr viel diese... sind das ledrige Texturen? Cream to Powder ist es ja nicht so ganz, ne? Komme ich nicht so ganz mit klar. Und ich finde bei den Schimmertönen, wenn ich dann möchte, dass die auch richtig aufs Auge kommen, kriege ich dann relativ schnell so ein Hardpan oder sowas. Also man sieht, wie ich mit dieser Palette halt auch wirklich gearbeitet habe. Und da jetzt eh gerade so ein paar Trash-Pakete bei mir eingetroffen sind, die dann ja auch neu bestückt werden, habe ich mir gedacht, kommt das ganz gut, wenn ich jemanden damit halt einfach glücklich mache. Super viel von den Produkten, die ich hier habe, gehen ja in Trash-Pakete oder sie werden gespendet oder. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, ist sehr wahrscheinlich nichts mehr davon hier. Also ne, braucht ihr mich auch gar nicht zu fragen. Ich weiß, viele machen das trotzdem. Müsst ihr nicht. Also müsst ihr wirklich nicht. Die Produkte wandern super schnell weiter. Hier habe ich eine Kerze, die hat mir leider Kopfschmerzen gemacht. Das ist die Barcelona oder die Spain Barcelona von Ava & May. Ihr seht auch Produkte, die ich in der Kooperation bekomme, wobei ich mir hier gar nicht so sicher bin. Ich glaube, die war mal in einem Adventskalender drin. Ja, können mir halt durchaus auch mal nicht gefallen. Achso, bei Natasha Denona. Dann nur ein kleiner Hinweis von meiner Seite aus. Ihr bekommt aktuell bei Lookfantastic nämlich, wenn ihr auch den Code CLAUDIWELT verwendet, das ist der maximale Rabatt, den man da so bekommen kann, ne? Teilweise Natasha Denona Paletten für 50 bis 55 Euro. Setze ich euch auch mal in die Infobox. Das ist so krass. Das habe ich gestern auch hier im Community-Tab geteilt und auch bei Instagram. Und ja, genau, also das ist jetzt tatsächlich mal aktuell was. Richtig cool, ne? Und genau, wie gesagt, das hat mir Kopfschmerzen gemacht. Riecht an und für sich ganz schön, aber ich finde sie einfach zu stark. Also da kam ich tatsächlich mit meiner Nase nicht so wirklich mit klar. Genauso geht es mit dieser Kerze. Die hatte ich hier im Hintergrund. Ich habe hier so dermaßen Kopfschmerzen gekriegt. Hier muss ich mal eben kurz ein bisschen was abmachen, weil da ist einmal... Ich habe die echt ein paar Mal angehabt, das sieht man ja auch, ne? Aber ich habe so Kopfschmerzen davon gekriegt. Das ist von Ipuro Essentials, die Ipuro Sunny Beach Time Kerze. Die riecht so, wenn man dran riecht, relativ cremig, seifig, fast schon so ein bisschen dörfmäßig. Aber ich finde sie einfach zu intensiv. Ich habe jetzt meinen Finger angeschmiert. Ist nicht meine Welt. Dementsprechend konnte ich die dann noch irgendwann nicht mehr verwenden. Wo wir schon mal so ein bisschen bei Düften sind, da habe ich auch diesen Duft hier aussortiert. Das ist der Kimmer von, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube La Taffa. Ist das nicht ein La Taffa-Duft? Ich glaube schon. Ja, La Taffa. Habe ich eine ganze Weile verwendet. Der war mir wirklich viel zu dezent. Also der ist super zurückhaltend. Er riecht gut. Er riecht wirklich gut. Und ich habe auch versucht, viel davon mal aufzutragen und so. Aber der verfliegt so schnell. Der hat auch so diese Süße mit dabei, aber gleichzeitig auch diese grüne Note, ne?
Ich mochte den schon echt gerne, aber leider hat er sich bei mir halt nicht so festsetzen wollen, sodass ich den dann halt leider weitergeben muss. Ja, dann habe ich hier noch eine Lidschattenpalette von Odin's Eye, die Alva Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Die fand ich halt einfach, als ich sie auch angewendet habe, zu schwach. Und ja, genau, hier haben wir halt auch relativ warme Töne, relativ zurückhaltende Töne. Das ist halt noch eine von der etwas älteren Qualität von Odin's Eye. Mittlerweile sind die ja alles so viel krasser geworden. Und hier haben wir auch sehr viele wunderschöne Schimmertöne drin, die sich aber alle relativ ähnlich sind. Ich finde die Palette halt einfach nicht umwerfend genug, als dass ich sie dann in meiner Sammlung behalten würde. Genauso geht es auch hier mit zwei NYX-Paletten weiter. Das ist die NYX Ultimate Flamingo Forest Palette. Und ja, da hatte ich halt auch so ein paar Probleme mit, einen vernünftigen Look hinzukriegen. Die ist, glaube ich, letztes Jahr gelauncht worden, ne? Und ja, ich habe sie wirklich versucht ans Laufen zu bekommen, aber sie wollte nicht wirklich performen. Und bevor ich da hingehe und sage, Mensch, ich mache einen neutralen Look, kann ich auch wirklich andere Paletten verwenden, die ich habe, oder ich mache einen warmen Look, ne? Genau, also hier haben wir auch einen Ton, der wirklich schwierig ist. Das ist eher ein Topper-Ton. Ich hatte mir wirklich mehr davon erhofft. Und genau, das fand ich ein bisschen nicht so meine Welt. Und mit dieser Palette mache ich auch immer das Gleiche. Und hier haben wir diesen Ton, den ich ja so absolut liebe. Wenn ihr meine Lidschattenpaletten-Sammlung gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Ich stehe halt auf diese grünen Töne. Der ist, also die Palette, ne, und der Ton auch, die sind wunderschön. Die Ultimate Utopia ist das nämlich. Aber ich finde sie halt einfach dann letztendlich für mich zu langweilig. Dann habe ich hier eine Highlighter-Sache aussortiert von Bella Pierre Cosmetics, die Heatwave Highlighting Palette. Ja, also die finde ich halt nur okay. Und dafür brauche ich dann nicht so ein Riesen-Moped in meiner Sammlung haben. Und die ist mir einfach auch insgesamt zu dunkel, ne? Deswegen, nee. Dann habe ich hier was aussortiert. Das kam, glaube ich, auch mal aus einer Kooperation von Floraces. Twin Lotus Relief Luminous Glow Highlighter. Das ist dieser hier. Von der Verpackung her wunderschön. Von innen sieht er auch so hübsch aus. Aber, ne? Das ist halt eher ein Schimmerblush als ein Highlighter. Und Schimmerblushes und ich werden halt niemals Freunde werden. Und dann habe ich mir gedacht, jemand anderes wird den in die Hände bekommen und wird sich darüber freuen. Genauso auch den hier von Lancôme. Den habe ich mir mal irgendwann im Sale auch gekauft. La Rose Highlighter. Der ist mir zu bunt. Der ist von 2020. Der ist schon ein Weilchen älter. Aber ne, sowas wird ja nicht wirklich schlecht. Der ist halt zu holographisch. Der ist mir zu bunt. Da habe ich doch andere Schätze in meiner Sammlung, zu denen ich eher greife. Und der nimmt halt wirklich sehr viel Platz weg und dafür habe ich ihn nicht lieb genug, als dass ich ihn dann in meiner Sammlung lassen möchte. Das fällt mir sehr schwer, ne? Auch wenn die, ne, das sieht so. Das sind dann immer so die Gründe, weswegen ich den nicht direkt immer aussortiert habe. Aber manchmal überkommt es mich. Genauso auch wie mit diesem Too Faced Produkt, ne? Turn Up the Light. Da haben wir Glow, Soft Focus und Dazzle drin in Light halt. Und das ist so eine Dreierpalette. Da hast du in der Mitte so ein Finishing Puder. Dann hast du hier einen relativ starken, glitzernden Highlighter und hier einen etwas dezenteren. Die ist an und für sich auch wirklich toll. Aber ich glaube, es gibt andere Menschen, die dazu ergreifen würden, die sich darüber freuen, wenn die in einem Trashy drin ist, weil das eigentlich echt eine geile Palette ist. Aber ich greife da nicht zu. Und Too Faced hat einen sehr schönen Highlighter, den ich auch gerne verwende, aber nicht alles von Too Faced ist halt Gold, was glänzt, genauso wie der hier ja so wunderschön Gold aussieht, aber halt leider zu Gold ist. Love Light, Blinded by the Light, ne? Der ist mir halt ein ganz kleines bisschen zu dunkel, der ist auch sehr, sehr intensiv und der ist auch schön, aber der muss jetzt einfach mal gehen. Nein, der muss jetzt einfach mal gehen. Von MAC habe ich hier auch einen reingepackt. Oh ja, das ist einmal dieser hier, der Luna Lights in der Extra Dimension Skin Finish Geschichte. Ne? Das ist auch tatsächlich eine Limited Edition gewesen, aber der ist mir leider viel zu dunkel. Schon als ich mir den damals gekauft habe und das erste Mal aufgetragen habe, habe ich mir gedacht, ui, ui, ui. Und jetzt mittlerweile merke ich es halt immer mehr, ne? Dass er mir viel zu dunkel ist. Dann hat Banana Beauty auch mal, ja, aktuell gehe ich ziemlich hart durch Highlighter und Lidschattenpaletten durch, ne? Banana Beauty hat mal mit drei Influencern zusammen diese Highlighter-Palette rausgebracht. Die habe ich schon eine Weile da. Das ist dieses ja, Trio-Highlighter-Palette für intensiven Glow. Ist mir einfach zu dunkel. Hatte ich für ein Video mal gekauft, wo ich so Influencer-Marken gekauft und getestet habe, ne? Und ja, nee. Das hat bei mir halt leider nicht so performt, wie es machen sollte, weil es einfach zu dunkel für mich ist. Hiermit habe ich auch theoretisch einen wunderschönen Look geschminkt, aber ich finde, es fällt mir gerade sehr, sehr schwer, mich von ihr zu trennen, aber sie muss gehen. Das ist die It Cosmetics, genau, die Revolution It Chapter 2 SS Georgie Palette.
Ich liebe die Essbücher und Filme und ne? Ha, und habe damit auch wirklich einen schönen Look geschminkt, aber es sind halt wirklich, diese richtig krassen Halloween-Farben sind halt nicht meine Farben. Das ist nicht so unbedingt meine Welt. Und ich hatte das dann auch wieder ausgetestet, ne, weil ich jetzt gerade auch von hinten nach vorne durch meine Lidschattenpalettensammlung durchgehe. Und das sah so gruselig aus, was ich da auf den Augen drauf hatte, dass ich das einfach nicht weiter verwenden möchte. Nein. Oh, schwierig. Ja, auch das hier ist ja so eine Halloween-Geschichte, ne, von Glamlight Highlighter Duo, The Icon of Halloween. Hatte ich auch damals schon gesagt, dass es eher etwas ist, was ich dann zu Halloween oder zu Karneval dann verwenden möchte. Finde ich aber ein bisschen schade, muss ich gestehen, weil ich glaube, es wird jemanden geben, die halt richtig darauf abfährt und sagt, Mensch, die trage ich so gerne, die möchte ich so gerne verwenden, dann, die kommt ins Trashy. Ich glaube, da freut sich sicherlich jemand drüber. Und das ist halt auch sehr, sehr intensiv. Ne? Der hier ist auch wirklich sehr, sehr bunt, muss ich sagen. Der hat schon fast was Rosanes. Der ging teilweise schon, aber ich finde die schwierig einfach für mich. Ne? Ich mag halt gerne sowas, was ich jetzt drauf habe. Das ist jetzt einer von Essence oder Catrice, dieser Glow Lights. Irgendwas ein relativ subtiler, aber trotzdem sichtbar, ne? Das mag ich gerne. Dann habe ich etwas aussortiert von ebenfalls Floraces, Peony Rosy Blush. Da habe ich zwei von, glaube ich. Und da habe ich einen, ja, einen habe ich davon behalten. Das ist nämlich so eine Cream-to-Powder-Textur. Fand ich auf mir jetzt nicht ganz so schön, muss ich sagen. Also die Farbe steht mir einfach nicht. Und ja, wir haben hier auch wieder so ein Glowy-Produkt, ne? Da ich da eh Puder drüber mache, ist das nicht so schlimm. Aber ja, der ist jetzt aussortiert. Und dann ist das hier ein Produkt von Danessa Myricks. Ihr könnt aktuell bei Purish mit Claudies Welt 15 auf meine ganzen Favoriten 15% sparen und auf alles von Carla Cosmetics. Das gilt den ganzen Monat übrigens. Ne? Schaut da gerne mal vorbei, falls ihr noch irgendwo was Interessantes euch anschauen möchtet oder Nachschub benötigt. Da habe ich hier aussortiert Yummy Skin in der Farbe Low Key Blurring Balm Powder Lowlighter. Für einen Highlighter ist er mir zu schwach und eigentlich auch für einen Blush. Ne? Der hat auch wirklich so einen Schimmer mit drin und ich finde ihn einfach für mich sehr, sehr unpassend. Und deswegen habe ich den jetzt mal aussortiert und hoffe einfach, dass jemand anderes sich darüber freut, wenn es in dem Trashy drin ist. Ja, Revolution habe ich mir gekauft und festgestellt, dass die zwar relativ schön sind, aber auch super, super zickig, bröselig, finde ich. Das ist die Hyper Real Lidschattenpalette. Und es sind halt ausschließlich Schimmertöne, die du mit einer matten Palette kombinieren musst, finde ich persönlich. Oder du trägst sie halt solo, das kann man auch gut machen. Aber ich mochte sie auf meinem Auge nicht so gern, auf meinen Augen. Dann habe ich hier was drin enthalten von M. Asam, die Aqua Intense Mimic Booster Drops mit 20 Millilitern. Nee, die haben bei mir halt wirklich eher Unreinheiten verursacht und weniger halt wirklich irgendwas bewirkt. Da greife ich persönlich einfach lieber zu der Extreme Lift Reihe von Dalton. Da könnt ihr, glaube ich, gerade auch mit Super Claudi 20% sparen. Ne? Das ist für mich einfach passender. Da habe ich halt meinen Mimic-Booster-Effekt, da habe ich mein Glättungsprodukt, was ich nehmen kann als kleines Bügeleisen, wenn ich die auch wirklich langfristig verwende. Das ist einfach eine wundervolle Reihe. Oder ich sehe halt zu, dass ich mit Feuchtigkeit arbeite. Ne? Aber die haben bei mir halt wirklich gar nicht wirklich was gebracht. Nö. Nee. Dann habe ich etwas aussortiert und zwar von Tarte, den Park Ave Princess. Das ist ein Bronzer, der aber auch Schimmer mit drin hat. Den habe ich auch schon sehr, sehr lange. Der riecht auch noch nach nichts, nach wie vor, ne? Und dem geht's auch gut und so. Und ich glaube, auch jemand anderes freut sich darüber, weil das, glaube ich, ein Produkt ist, was man so gar nicht mehr kaufen kann. Das ist halt ein extremer Schimmerbronzer. Der ist mir zu warm, der ist mir zu schimmernd oder zu glänzend vielmehr. Und nee, das ist halt einfach nicht mein Produkt. Ich glaube, ich hatte den sogar auch schon mal in Favoriten und so weiter drin. Aber ich weiß nicht, ob sich das geändert hat im Laufe der Zeit, dass da mehr Schimmer zugekommen ist, aber das kann ja gar nicht sein. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette von Revolution ebenfalls. Das ist einmal diese hier, die Forever Flawless in Aventurin. Eigentlich meine Farbrange, aber viel zu schwach. Das ist total schade. Und der einzige Ton, dieser Wealth, ne, das ist halt so ein Ton, der mich anspricht, den kriege ich nicht vernünftig aufs Auge. Und ich habe einfach auch festgestellt, ich habe sehr, sehr viele von diesen sehr intensiven Paletten und die ist auch quasi neu. Ne?
da habe ich noch nicht viel mitgemacht. Da bin ich immer nur ganz vorsichtig mit dem Pinsel reingegangen. Wahrscheinlich zu vorsichtig, denn ansonsten hätte ich ja wahrscheinlich mehr aufs Auge bekommen. Aber hier habe ich auf jeden Fall diesen Ton versucht zum Rocken zu bringen. Den habe ich damit auch integriert. Und ja, der Wealth hat mich dann letztendlich halt auch überzeugt, dass die Palette mich nicht überzeugt. Auch Luck und Prosperity, ne? Und bei den anderen Tönen habe ich mir halt gedacht, okay, solche Töne hast du halt auch in anderen Paletten drin. Ja, ne? Schade, Schokolade. Dann habe ich hier die Celebrate the Day von Rival de Loop drin enthalten. Das ist die Lidschattenpalette, die wirklich sehr, sehr zurückhaltend ist. Sie überzeugt eigentlich schon durch den schönen Look, den sie aufs Auge bringt, ne? Aber mich hat sie nicht so gecatcht. Ich habe halt andere Paletten, wo halt ähnliche Töne drin enthalten sind, wo ich nicht so viel Arbeit reinstecken muss, um sie ans Laufen zu bekommen, um das mal so zu sagen. Und ja, deswegen. Also wunderschön von außen, von innen sehr, sehr zurückhaltend für schöne Alltagslooks oder so. Dann habe ich hier die Aqua Lagoon Eyeshadow Palette von Rival de Loop ebenfalls aussortiert, die auch so wunderschön aussieht. Hier habe ich halt einfach das Original von Dominique Cosmetics, also Original, die sind glaube ich einfach nur zeitgleich rausgekommen. Eine, die halt wirklich sehr ähnliche Farben drin hat und sich einfach deutlich einfacher aufs Auge bringen lässt. Und ja, die ist schön, aber nicht so schön, als dass ich sie in meiner Sammlung lassen würde, um das mal so zu sagen. Ihr merkt, ne, mir geht es echt leidig ab, jedes einzelne Produkt halt auszusortieren, weil es sind alles für mich Schätze. Es sind Produkte, für die ich gearbeitet habe, wo ich Geld investiert habe und die ich auch wirklich teilweise sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Aber manchmal kommt dann einfach der Punkt, wo man sagt, nee du, das muss jetzt leider gehen. Genauso wie dieses Riesending. Das geht mir sehr leidig ab, muss ich wirklich sagen. Hollywood Superstar Glow Highlighter von Charlotte Tilbury. Da sind 11,5 Gramm drin. Das ist riesig. Riesig und ist mir aber leider zu dunkel. Das musste ich jetzt leider eingestehen, auch wenn ich den immer mal wieder verwendet habe. Aber dann habe ich letztens den verwendet, habe dann gesehen, wie er dann in meinem Gesicht performt und mir gedacht, nee, Claudi, komm, da hast du wirklich von anderen Marken, von anderen Firmen, andere Texturen, andere Farben von Highlightern, die einfach besser passen und die dir besser stehen, trenne dich davon. Und das mache ich jetzt auch. Ja. Genau, dann haben wir hier von Douglas eine Palette, die war mal in einem Adventskalender drin. My Glow Palette Face and Cheeks Highlighter. Ja, also das sind halt wirklich ausschließlich eigentlich Highlighter-Töne, wovon du aber einen als Blushleiter umfunktionieren kannst, nämlich den, und einen als Bronzeleiter, nämlich den. Die anderen sind halt einfach Highlighter-Töne und ich greife nie dazu. Ich verwende sie nicht, ich finde sie jetzt nicht sonderlich ansprechend. Hier habe ich einen Krümel. Genau, deswegen, ja, ne? Ist halt mit so. Dann habe ich hier einen Pinsel von Crash Cosmetics aussortiert. Das fand ich auch ein bisschen traurig, aber ich finde die Verarbeitung nicht so geil. Der piekst, ne? Also ich habe hier einfach auch so eine, ne? Ja. Und wenn ich dann mit dem Pinsel auf mein Gesicht gehe, um die Foundation einzuarbeiten, habe ich das oft gehabt, dass es quasi, warum auch immer, so an den Seiten quasi hier gepiekst hat. Und deswegen. Und es war natürlich auch immer ein Pain, den zu reinigen. Kann man auch nicht anders sagen. Aber manchmal kommt dann einfach die Situation, wo man ihn verwendet und dann einfach auf dem Pinsel böse wird. Dann habe ich hier etwas aussortiert von Kiko. Das ist ein Lost in Amalfi Baked Blush in der Farbe 1 First Sunrise. Der ist mir einfach zu hell und zu schimmernd. Also, ja, nee. Also, das ist ein gebackenes Produkt. Das heißt, wenn ihr euch den Auftrag braucht, ihr auf jeden Fall danach ein Setting Spray, damit diese Textur auch einfach schöner wird. Ne? Für mich war der zu glowy, für mich war der zu hell. Und deswegen, so schön er ist und so gerne ich Kiko-Produkte und die Kiko Limited Editions mag, der muss jetzt gehen. Dann habe ich hier auch so ein Schätzchen. The Glorious Deep Metallic Highlighting Palette von Love. Oh mein Gott, was haben wir sie damals alle lieb gehabt, ne? In der Farbe 010 Pink Seduction. Und es tut mir auch in der Seele weh, dass ich jetzt ein Produkt nach dem nächsten von Love oder von Marken, die es halt so nicht mehr gibt, auch immer irgendwie wieder kritischer betrachte und aussortiere. Den konnte ich eh nie tragen, weil er mir halt einfach zu rosa war. Es war halt für mich oder zu Blush-ähnlich, aber nicht für einen Blush geeignet für mich persönlich, weil ich nicht so gerne Schimmerblushes trage. Ja, und diesen Rosy Radiance, den habe ich sehr gerne verwendet. Das ist ein sehr schöner Ton. Der Metal Glam war für mich leider auch wieder zu gold, zu dunkel, ne? Deswegen muss da leider mal so ein bisschen der Realismus rausgeholt werden. So auch bei dieser Palette, das ist die Solman von Owens Eye. Das ist eine Highlighter-Palette. Oh, geht mir das leidig ab.
die sollten halt wirklich auch die Highlighter, die die haben, mal so ein bisschen in Farben rausbringen, die nicht so bunt sind. Das ist komplett bunt, diese Palette. Das ist eher ein Blushlighter. Der ist mit so Gold. Der ist blau eigentlich, ne? Also wenn man den so auch von der Seite anguckt. Und der hier ist eigentlich auch Gold. Ich kann keinen davon auf meinem Gesicht tragen. Es sind alles schönere Highlighter, finde ich persönlich, als die, die in den Limited Editions drin sind, weil die aus Limited Editions sind zu glitzernd. Das hier ist für mich leider zu bunt. Ja, und deswegen trenne ich mich da jetzt einfach mal von. Dann habe ich hier von Sassy Beauty die Pure Glow Palette aussortiert. Die war mal irgendwo auch in einer Box drin enthalten. Ich finde sie einfach viel zu klobig. Habe sie, glaube ich, nur ein paar Mal verwendet. Und die ist mir insgesamt halt komplett einfach zu dunkel. Komplett. Also, wenn überhaupt den hier. Aber selbst der ist mir eigentlich zu dunkel. Und ja, deswegen. Also, ich habe einiges damit probiert. Ich habe versucht, sie auch als Lidschattenpalette umzufunktionieren. Brauche ich ja nicht, ne? Also, ich habe eigentlich eine recht große Sammlung, dass ich da halt auch definitiv diese Töne in Lidschattenpaletten finde. Und deswegen darf das klobige Moped gehen. Dann habe ich hier ein Produkt, und zwar Stress Check Mood Manager von This Works. Stand ewig bei mir rum und ich hatte, glaube ich, zu viel Stress, als dass ich ihn verwendet hätte. Und der riecht halt auch, ne? Also klar könnte ich den auch umfunktionieren als Pillow Spray, finde ich persönlich, weil der auch was Lavendelmäßiges mit dabei hat, aber da habe ich andere, die ich auch ganz gerne verwende. Vor allem auch das normale Deep Sleep Pillow Spray. Dann habe ich jetzt am Wochenende dieses V7 Peachy Clean, diesen Make-up Remover Balm verwendet. Der war im Adventskalender drin und der war einfach nur furchtbar. Ich war ja mit Melly zusammen auf dem Zimmer und da habe ich so aus der Dusche rausgeguckt und die Dusche war bei uns irgendwie auch so ein bisschen mitten im Raum und dann habe ich nur gesagt, na, wie sieht's aus? Und dann musste sie so lachen, weil ich hatte einfach alles noch schwarz. Ich war halt ein kompletter Panda. Hat nicht so gut funktioniert. Und ja, deswegen. Also der ist halt wirklich durchgefallen. Ich konnte das halt auch nicht abwaschen, trotz Double Triple Cleansing. Ne? Sie hat mir letztendlich dann ihr Isana Abschminköl gegeben. Das hat super funktioniert. Aber den brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, ich habe leider auch diese Variante von der Denisa Myricks Beauty Geschichte aussortiert. In der Farbe Unbothered. Ich mag diese Yummy Skin Lowlighter nicht. Weil, wie gesagt, als Blushlighter sind die mir zu hell, als Highlighter zu bunt oder halt auch in dem Sinne zu dunkel. Ich habe versucht, sie wirklich ans Laufen zu bekommen und auch immer wieder versucht zu verwenden. Ich bin nicht mit den Schätzen warm geworden, da hat sie definitiv andere Produkte, die ich mehr schätze. Zum Beispiel einen Concealer, den trage ich auch gerade im Gesicht. Der ist sehr, sehr empfehlenswert. Ja, ach, dann habe ich hier die Riva Loves Me Loud and Proud Palette. Ja, die ist eine wunderschöne Regenbogenpalette. Ihr wisst, ich liebe Regenbogenpaletten, aber die ist wirklich viel zu schwach auf der Brust. Natürlich kann man hier richtig auch was rausholen und kann sich auch darüber freuen, dass man für unter 5 Euro halt auch echt gute Farben bekommt, gute Produkte in der Theorie auch, ne? Also die ganzen, die wir halt aus dieser Riva Loves Me Eyeshadow Collection so kennen. Aber ich finde sie einfach zu schwach und ich finde auch, dass hier so ein bisschen die hellen Schimmertöne für mich persönlich fehlen, um den Look halt komplett zu machen. Deswegen wird die jetzt weiter wandern. Dann habe ich die Riva Loves Me Mystical Motions Eyeshadow Palette aussortiert, die per se wunderschön ist und mich auch ein ganz kleines bisschen an die ein oder andere Linda Hallberg Adventskalender, genau, Lidschattenpalette erinnert, ne? Aber ich finde sie von der Qualität halt nicht so überzeugend, als dass ich sie behalten würde. Und auch hier fehlt mir absolut ein heller Schimmerton. Also selbst dieser hier, das ist ja eher ein Kupfer, als dass es ein Schimmer ist für einen Inner Corner. Die ist mir einfach zu dunkel. Das ist nicht so mein Mut. Dieser Highlighter, Sweetie Cupcake von Miss Lynn, ist mir zum einen zu bunt, zum anderen zu dunkel. Also vor allem ist er mir zu dunkel, wenn man das auch so sieht. Ne? Da haben wir ein Peach mit dabei. Wir haben so einen Vanilleton, Gold auch mit dabei und halt dieses Rosé. Das ist für mich einfach zu dunkel. Das kann ich so nicht für mich persönlich verwenden. Von Uoga Uoga habe ich diesen Highlighter aussortiert. Ich mag gerne eigentlich auch diese intensiven Highlighter. Ich mag auch gerne ab und an mal lose Highlighter, zum Beispiel den von Crash Cosmetics. Aber der hier ist mir einfach zu intensiv. Das ist der, also nicht zu intensiv, ja, nicht nur zu intensiv, sondern auch zu glitzernd, ne? Der Game of Lights, wahrscheinlich habe ich auch einfach zu viel immer verwendet. Im Übrigen ist der einfach abgelaufen und der darf jetzt einfach auch mal gehen, ne? Das steht hier auch manchmal auf Produkt mit drauf.
Von Bayana Beauty habe ich ja auch ein Produkt, den Highlighter in der Farbe 01 Champagne. Der ist mir jetzt einfach auch zu dunkel. Da kann ich jetzt leider, das muss ich leider sagen, da muss ich jetzt mich auch leider von trennen. So gern ich ihn mochte, das ist ein sehr subtiler Highlighter. Also wenn man halt eher so diesen Hauch von Highlighter haben möchte und nicht diese Balken, ist der perfekt. Aber der ist mir wirklich, trotz dessen, dass es eigentlich die hellste Farbe war, zu dem Zeitpunkt, wo ich mit denen auch zusammengearbeitet habe, leider zu dunkel. Ja. Schade Schokolade. Dann habe ich hier etwas aussortiert. Das kommt aber direkt in den Müll von Essence. Live Life in Coral. Das ist ein wunderschönes Produkt, aber ich finde es einfach in der Applikation super schwierig, weil es super hart ist. Ich mochte das auch, als ich das dann auf die Lippen gegeben habe. Aber man sieht es hier auch, ne? Das ist einfach extrem hart und ich habe es im Hochsommer dann auch teilweise verwendet. Und ich, nein, trenne mich davon. Da nehme ich viel, viel lieber von Nabla zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Lip Viper oder sowas in diesem Pöttchen habe ich aktuell am Bett stehen. Das ist super. Das kann ich sehr empfehlen. Ne? Das war ein kleiner Fail. Curl Freeze Lash Styling Gel. Und ich dachte, das wäre ein Augenbrauenprodukt. Das ist aber für die Wimpern gedacht. Das ist einfach zu wenig. Das ist so ein Hauch von, wenn man No Make-up Make-up haben möchte. Und das färbt auch ganz leicht hellbraun ein und ganz bisschen und so. Ich fand das furchtbar. Habe es auf den Augenbrauen gehabt. Natürlich fand ich das furchtbar. Und auf den Wimpern, was soll ich damit? Ne? Also ich möchte gerne Wawawoom Lashes haben und dementsprechend brauche ich das jetzt so nicht. Dann habe ich hier diesen Luminous Marvel Highlighter aussortiert, der von Tony Moly ist K-Beauty und ich fand den auch immer sehr schön so als Finishing Powder. Da habe ich jetzt aber durchaus auch andere, die ich gerne verwende, weil ich finde einfach, dass der schon ein bisschen Glitzer mitgibt, ne? So dass du, wenn du dir das so theoretisch All-Over-Face auftragen würdest, weil das, ich habe gedacht, das wäre so mein Produkt, was ich als Ersatz zu dem Laufprodukt nehmen könnte. Genau, wenn du dir das komplett übers ganze Gesicht gibst, ist der halt einfach zu glitzernd. Und als Highlighter ist er mir dann doch ein bisschen zu dezent. Das muss ja auch nicht sein. Dann habe ich hier von Pixi by Petra diesen Highlighter aussortiert. Das ist der Beauty Blush Duo eigentlich in der Farbe Peach Honey. Den habe ich jetzt schon so häufig gehabt und ich glaube, ich hatte den auch schon mal aussortiert. Dann war er wieder in der Box und habe ich ihn wieder ausprobiert. Der ist mir einfach zu schwach auf der Brust, da sehe ich nicht viel von. Von She Glam habe ich diese Palette aussortiert. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Ich habe die geschenkt gekriegt, sowohl von Sarah Isabel als auch von Steffi. Und ich hatte eine dann behalten. Und das ist die Gifted Gemini Palette. Das ist einmal diese hier. Passt natürlich super zu meinem Sternzeichen, aber ich musste halt auch einfach realistisch bleiben. Das ist keine Palette, die ich so für mich persönlich gerne verwende. Ich finde sie auch viel zu dezent. Und es sind halt eigentlich ausschließlich matte Töne. Also, ne, deswegen ist es halt überhaupt nicht mein Mood, überhaupt nicht meine Palette. Und ja, ich habe sie auch nicht so schön aufs Auge bekommen und so. Und deswegen darf die mich jetzt offiziell verlassen. Dann habe ich was aussortiert, was ich ganz furchtbar fand von I Want You Naked, das Hair and Scalp Serum. Das hat meine Kopfhaut so dermaßen fettig gemacht und als Haarserum war mir das einfach zu stark beduftet oder nicht beduftet, sondern, wie soll ich das sagen, ätherisch, ne? Ja, das hat sehr, sehr ätherisch gerochen. Ich sehe auch gerade, dass es hier oben nicht mehr ganz so charmant aussieht. Nee, also das kommt auch in Müll. Das gebe ich jetzt so nicht weiter. Das kommt direkt in Müll. Dann habe ich hier einen Nagellack aussortiert von Emasa Magic Finish. Der ist einfach auf dem Nagel überhaupt nicht schön, überhaupt nicht deckend und ich mag die Farbe so gar nicht leiden. Deswegen darf der mich jetzt verlassen. Dann habe ich, aussortiert habe ich das von Florence bei Milz. Das ist ein Augenbrauengel. Tinten Tame nennt sich das, aber damit tamest, also zähmst du gar nichts, weil das ungefähr gar nichts auf den Augenbrauen macht. Und deswegen wird das jetzt einfach mal gehen. Von Catrice habe ich den PH Reactive Multistick ausprobiert und habe ihn für passt mir leider nicht empfunden. Deswegen wird auch der mich jetzt verlassen. Fand ich echt nicht schön, muss ich wirklich sagen. Also ich weiß auch manchmal bei manchen Produkten nicht, was das soll. Hat bei mir auch wirklich keinen schönen Effekt gegeben. Der wird jetzt nochmal ein bisschen hier abgewischt. Das kann man halt bei solchen Produkten sehr gut machen. Ne? Genau, also den kannst du natürlich für die Lippen, für die Wangen verwenden, wie man so möchte. Und ich habe ihn halt auf den Lippen und auf den Wangen ausprobiert und da hat mir beides nicht so gut gefallen. Den kannst du dir vielleicht auf die Wangen geben, wenn du halt sonst gar nichts drauf hast. Aber wenn du auch eine Foundation drauf hast, ist das nicht so meine Empfehlung, muss ich sagen.
Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz heiße Kiste, Leute. Von Anastasia Beverly Hills sortiere ich hier den Glow Seeker Highlighter aus in der Farbe Sun Idol. Ich habe den noch in einer anderen Farbe da aus einer neueren Limited Edition, wo mir die Farbe halt echt passt. Diese Farbe passt mir nicht. Die ist mir zu dunkel. Das ist so traurig, weil der so geil ist eigentlich, ne? Aber wie gesagt, ich habe das in einer anderen Farbe auch noch da und das gefällt mir sehr gut. Das ist diese rote Umverpackung, aber der hier ist mir leider zu dunkel. Schade. Dann habe ich hier von Phase Zero den Desert Mirage Highlighter aussortiert. Auch der dürfte mir zu dunkel gewesen sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder ist das ein... Nee, das ist schon... Oder? Ja, das ist der Highlighter gewesen, genau. Und ihr seht es auch, ich bin dann auch mit dem Pinsel präziser reingegangen, sodass ich den dann eher so für die Augen verwendet habe. Aber was soll das, ne? Ich habe genug Lidschattenpaletten, da brauche ich ja nicht so ein Produkt. Dann habe ich hier... Soda Beauty The Little Mermaid Under the Sea, eine wunderschöne Lidschattenpalette. Ich meine, guckt euch das mal an. Habe ich mal bei Beauty Bay gekauft und mich so darüber gefreut. Aber leider kriege ich den echt nicht schön aufs Gesicht. Also mir fehlt hier auch wieder definitiv ein heller Schimmerton mit dabei, ne? Und ja, die Töne, die da drin sind, haben mich jetzt auch nicht so gecatcht. Also das Ganze ist halt eher fleckig geworden, als dass ich damit einen richtig schönen Look geschminkt hätte. Die hat mich einfach enttäuscht und deswegen muss sie gehen. Ja, auch noch ein grober Glitzerschimmerton, den ich auch super selten verwenden würde oder auch verwendet habe. Nun denn, so, dann habe ich hier noch ein bisschen was von Tapology aussortiert. Einfach, ne, ich hatte das in PR zugeschickt bekommen, brauche aber die Farben halt nicht. Darüber wird sich sicherlich jemand aus dem Trashy freuen. In der Farbe T12 und T13 sind das hier diese Tinted Serum Sachen, die ich auch so toll finde. Also ich mag die richtig, richtig gerne. Mir passt davon aber nur die hellste Farbe. Die beiden passen mir einfach nicht, die sind mir viel zu dunkel. Ich hatte sie halt zugeschickt bekommen, um sie zu swatchen, um euch das halt zu zeigen. Und gegebenenfalls dann auch zu verwenden. Aber selbst als Bronzer sind die mir halt auch nicht so passend. Deswegen habe ich die jetzt aussortiert. Das Produkt wurde ja damals auch ganz neu gelauncht, aber ist nicht meine Welt. Das ist dieses Bronzing Concentrate oder die Bronzing Drops. Auch das ist leider nicht mein Ding. Soll man abends verwenden, sodass du das halt wirklich auch irgendwie als Selbstbräuner verwenden kannst oder so. Ich habe dieses Produkt, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Und ja, kannst du auch irgendwie unter Make-up geben oder in dein Make-up mit reinmischen. Keine Ahnung. Also das war nicht so meine Welt. Deswegen werden die jetzt auch weiter wandern. Dann habe ich mal wieder versucht, dass ein NYX Augenbrauenstift mir passt und bin kläglich gescheitert. Dieser Augenbrauenstift sah einfach gar nicht gut aus. Auch wenn mir ein paar Personen geschrieben haben, dass sie es eigentlich ganz gut fanden. In der Farbe Blond ist es nämlich dieser Powder Louder Brow Pencil. Das ist einer zum Anspitzen und ja, irgendwie, der hat auch, glaube ich, so Fasern dran, wenn ich das richtig sehe, ne? Also... Weiß ich nicht. Ich spitze ihn jetzt an und dann geht er auch ins Trashy. Wir haben ja die ein oder andere, die auch etwas wärmer blond unterwegs ist bei uns in der Gang. Oh, jetzt bin ich da mit dem falschen Anspitzer dran gegangen. Na toll, jetzt muss ich gleich meinen Anspitzer reinigen. Die Spitze ist abgebrochen. Helm! Menno! Ich habe leider den Anspitzer genommen, den ich auch so für meinen Lip Liner verwende, den ich für die Adventskalender-Unboxings nehme. Sollte man nicht machen, ne? Auch diese Farbe von Essie hat mich leider nicht überzeugen können. Das ist auch ein Nagellack in der Farbe Imported Bubbly. Ist süß, aber dieses Gräuliche brauche ich jetzt nicht. Und auch hier von Catrice Brave Metallics. Nee, also in der Farbe 02 Sweet as Sugar ist eher ein Topper, aber für mich jetzt auch ein bisschen zu öde, um ehrlich zu sein. Ja, dann habe ich hier von Kiko einen kleinen Mini-Pinsel aussortiert. Der war mal irgendwo, ich glaube, in einem Adventskalender drin oder so. Den verwende ich jetzt eher weniger. Ich habe gedacht, vielleicht so auf Reisen oder so. Nee. Ja, und das ist ein Blush von Made by Mitchell. Also Liquid Blusher steht hier drauf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? In einem Silberton. Also das ist halt eher etwas, was man halt für explizite Nutzen... Looks nimmt, ist viel zu schimmernd. Drip Drip ist die Farbbezeichnung und der glitzert halt extrem. Ne? Also kann ich mir zum Beispiel bei Sarah Isabel super vorstellen, die ja auch so exklusive Looks macht, oder bei Nika, die, wenn sie dann ihr Kind auf den Armen hat, sehr wahrscheinlich auch wieder loslegen wird, kann ich mir vorstellen. Aber für mich ist das nichts, außer für Karneval oder für Halloween auch mal so, ne? Nee, man muss nicht übertreiben. Dann hatte ich ja auch diese, ich weiß gar nicht, Parfümerie, ich weiß gar nicht, welche Parfümerie das nochmal war. Katz, genau. Habe ich bei Claudis Bunte Welt euch ein paar Düfte, ein paar Parfums
Sachen vorgestellt, die ich in so einer Box mir gekauft hatte. Huch. Und da waren drei Düfte mit dabei, die ich halt gar nicht mochte. Einmal das Champaka von Trussardi, das mochte ich gar nicht leiden, habe ich dann aussortiert. Und auch das Amouage Guidance 46 habe ich aussortiert. Da habe ich mir gedacht, vielleicht freut es die Mädels aus dem Trashy ja irgendwie, dass sie die dann verwenden oder so. Und Kajal Eichan, ne? Diesen Duft habe ich dann auch entsprechend nicht gemocht, genau. Und andere Düfte habe ich behalten, da verwende ich ja auch gerne die, ne, so. Und habe mich da auch gerne durchgedüftelt, aber das war nicht so ganz mein Vibe. So, ich habe fertig, Leute. Ich habe euch jetzt gerade meine ganzen Flops gezeigt und ich hoffe, dass ich keinem damit auf den Schlips getreten habe. Wie gesagt, es ist halt immer eine persönliche Empfindung. Jede Haut ist anders, jede Empfindung oder wie soll man das sagen? Jeder hat ja auch andere Wünsche, was Make-up mit ihm so anstellt oder auch Pflege, ne? Und genau, also die Produkte haben dann einfach aus genannten Gründen bei mir nicht oder nicht mehr so performt, wie ich das damals einfach mochte oder es einfach generell mittlerweile mag. Und dementsprechend sind sie jetzt einmal fort. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt einfach ein bisschen Unterhaltung gehabt und habt euch hier wohlgefühlt. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Und wenn dem so ist, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.